Auf die Luftmatratzen? Fertig, los! Auf geht's in ein hochsommerliches Wochenende. Für die meisten gibt's tolles Badewetter, mit nur wenigen Ausnahmen, dazu gleich mehr. Jetzt in der Nacht wird's aber erstmal trocken, die Schauer vom Abend, die hören auf, es ist am meisten sternenklar, nur im Südwesten kann's mal etwas wolkiger sein und im Nordwesten teilweise auch ein bisschen neblig, bei Tiefstwerten zwischen 17 und 12 Grad. Morgen Vormittag breiten sich von der Nordsee wieder ein paar hochnebelartige Wolkenfelder aus, sonst starten wir mit Sonne in den Tag. Im Süden kann es aber bereits gegen Mittag die ersten Schauer geben und am Nachmittag brodelt es hier immer mehr. Punktuell sind dann Gewitter möglich. In der Nordhälfte bleibt es trocken und da zeigt sich die Sonne dann auch wieder etwas häufiger. Im Norden schaffen wir aber trotzdem nur 20 bis 23 Grad. Sonst wird es richtig hochsommerlich warm bis heiß mit 24 bis sogar 33 Grad. Sonntag kaum Änderung. Auch am Montag und Dienstag wird es sehr heiß. Allerdings steigt das Gewitterrisiko deutlich an.